Hallo und willkommen zum siebten Türchen. Heute tun wir wieder mal was für unsere Beweglichkeit. Ich zeige euch eine Dehnübung für die Oberschenkelinnenseite, die ihr in zweierlei Arten durchführen könnt. Die erste ist die passive Variante. Ihr geht in so eine Art Schneidersitz, die Fußsohlen sind aufeinander. Jetzt fasst ihr euch an den Füßen mit den Händen und mit dem Unterarm bzw. mit dem Ellenbogen drückt ihr jetzt gegen eure Unterschenkel und ihr versucht jetzt mit Druck die Knie Richtung Boden zu bewegen, bis ihr dann einen Druck in der Oberschenkelinnenseite spürt. Das ist die passive Variante. Die aktive Variante ist, dass ihr euch mit den Armen hinten abstützt und dann die Knie mit Muskelkraft des Gegenspielers versucht nach unten zu ziehen. Deswegen nennt sich das auch aktiv, weil ihr quasi die Dehnung erreicht, indem ihr mit dem Gegenspieler, mit dem anderen Muskel, die Dehnung erreicht. Eine passive Variante ist, da erreicht ihr auch durch Muskelkraft die Dehnung, allerdings wird dafür ein ganz anderer, regionsfremder Muskel benutzt. So viel noch zur Theorie. Okay, die Übung könnt ihr dann so 20 bis 30 Sekunden halten. Könnt ihr auch bei Bedarf wiederholen und übertreibt es nicht mit dem Dehnen, sollte sich halt wirklich nur leicht schmerzhaft anfühlen. Okay, dann sage ich bis morgen. Tschüss.